Hallo und herzlich willkommen, Leute, ja, zu einem reinpacken, voll neuen Video. Und heute gibt es ein Gewinnspiel. Ein großes Gewinnspiel. Übrigens gleichzeitig jetzt auch bei Max. Guckt aber bitte hier erst, denn wir werden, wie letztes Jahr schon, diesen Container, wie heißt es nochmal? Das ist ein Einkaufswagen. Den werden wir voll machen und an einen von euch verlosen. Das könnt ihr bei Pyroland gewinnen, auf der Insta-Seite. Ist unten verlinkt, aber trotzdem guckt ihr erstmal, was überhaupt alles da drin landet. Dieses Jahr ist jetzt noch hier der geile Macker dabei. Der Sutze. Grüßt euch. So sieht es aus. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an, rennen hier ein bisschen rum und packen für euch eine kleine schöne Sache ein. Ne? Aus allen Bereichen des Feuerwerks, ja? Genau, ja. Wir wollen alles dabei haben. Genau, noch kurz Infos, wie ihr gewinnen könnt. Die kommen am Ende dran, also wir packen jetzt hier erstmal voll. Perfekt. Dann hier zu meiner Linken kann der geile Macker direkt schon mal hingehen und sich was raussuchen, was zu ihm passt. Zu mir passt natürlich auch so ein Radikaliber, darf nie fehlen. Du hast ein Radikaliber Oberarm. Ja, ich habe auch eine ziemlich radikale Art. Deshalb packen wir das hier einfach mal mit rein. Gut. Oh ja, hier unten. Das darf auf gar keinen Fall fehlen, oder? Was ist Dreiklang. Das? Nein, der ist gut. Hast du eine Lieblingssorte? Tatsächlich finde ich den Salut am liebsten, also am besten. So. Aber Brokat, ist das Brokat? Das nee, Cracker. Der ist sogar, glaube ich, der ist der von krasseste. Der Ausbreitung her der krasseste. Ja. Brokat finde ich am edelsten, aber von der Brutalität, was ja zu dir passt, ja, muss man einfach so sagen, ist der hier auf jeden Fall, der muss rein. Ja komm, brutal, das passt ja. Das wird ein brutales Paket, Leute, das sage ich euch. Mhm. Genau. Ich bestehe auf jeden Fall darauf, dass jemand hier ein bisschen hell ist. Jetzt nur die Frage, welche Farbe die beste ist. Blau ist ja eher so ein bisschen dunkel. Dann nimm doch weiß. Weiß. Das ist natürlich, das ist ein sehr guter Einwand, Nico. Da haben wir den weißen. Ja, sehr schön. Ja, das wird ein absoluter Premium-Wagen. Ja, hallo. Der Wagen wird so, wie du dich heute Morgen gefühlt hast, richtig krank. Richtig krank, ja. Das ist eine dolle Nacht. Ich packe hier auch noch was rein. Oh. Die Maskelettfaller. Mhm. Letztes Jahr erstmalig getestet. Sagenhafte Qualität, also die Verarbeitung. Schau mal göttlich. Rein. Schau mal rein. Göttlich. Wirklich, wie so ein Stück Holz. Ja. Guckt euch die Dinger mal an. Wahnsinn. Die kommen auf jeden Fall mit in den Warenkorb. Ja. So, Max, hast du es mal? Ja, ich bin ja nicht so der Böller-Freak. Also ich mag zwar Böller, aber ich finde dieses stumpfe Geböllern, wo kein Effekt ist, langweilig. Und ich finde das super geil, was Pyroland sich hier ausgedacht hat. Und zwar sind das kubische Kanonenschläge, oder wie die Älteren von euch sagen, Bienenkörbe. Bienenkörbe? Habe ich genau, ja noch nie gehört. Noch nie gehört? Doch, hier. Was? Natürlich, Bienenkörbe. Mit Effekt. Sind genauso wie die Cracking Beam, die sind ja auch unfassbar geil. Und das ist so eine Neuauflage mit Sternen drin. Genau, hier, gemacht. Tatsächlich, die gab es ja schon in diesem Kubi-Auto quasi. Die blauen sind krass, die habe ich auch schon mal getestet. Dann kann derjenige, der das gewinnt, der kann sich freuen, der kann von jedem mal einen Blister testen. Das ist auch, ja, das ist auch super geil. Oh, was hast du da rausgekramt? Hier habe ich rausgekramt. Ja. Pech und Schwefel in allen verschiedenen Varianten. Der liebe Fireworks and Balloons hat dazu auch schon ein Video gemacht. Genau, ja, richtig. Und die Dinger sind wirklich geil, ohne Scheiß. Ja, habe ich hier oben mal verlinkt. Ja. Was könnte man denn hier noch aus dieser Raucherecke, also Raucherecke? Aus der Raucherecke. Aus der Raucherecke. Oder die Hauptschule. Aber ich glaube, so ein schönes, ne, wie beim Paintball, ja, per Hand. Boah, ich habe gerade gedacht, du hättest das echt gemacht. Nee, ich glaube, sowas ist mal ganz nett, oder? Ja. Für so einen kleinen Böllerbeutel, wenn man dann nachmittags loszieht dieses Jahr. Ja. Man ist ja ganz nach dem Motto, dieses Jahr muss man mal richtig eskalieren. Und wenn man dann tagsüber auch mal losgeht, so ein bisschen Rauch auf der Straße, ja, tut auch immer gut. Das hier noch ein paar Bälle mit. Das sieht schon, den würde ich am liebsten wieder selber mitnehmen. Oh, da, oh mein Gott, hier ist ganz viel Kleinzeug. Ja, ja, hier, oh, das ist ja genau Nikos Ding, ne? Guck mal hier, ja, kennst du die noch? Oh mein Gott, Magic Spinball. Spinballs, Alter, geil. Pack rein. Soll ich? Alles, was jetzt hier im Einkaufskorb landet und eventuell ausverkauft sein sollte, wird dann natürlich gegen einen Ersatzartikel ausgetauscht. Also genau, ist jetzt nicht, dass ihr dann weniger habt. Wir wissen halt vorher nicht, was verfügbar ist. Ja, genau. Und im Nachhinein werden wir das alles einmal durchchecken lassen und dann, ja, sortieren wir das eben um. Also es wird, wenn da wirklich was sein sollte, was ausverkauft ist, gibt es auf jeden Fall einen gleichwertigen Ersatz. Also keine Sorge. Ja, das muss man auch nicht. Oh mein Gott, die Schreckschrauben. Zirkoblitze, vielleicht kennt man das aus Polen so ein bisschen. Ist ja so. Das sind die deutschen ohne Zerleger, aber die sind von der Größe her, das sind massive Dinger. Ja. Also das sind wirklich krass fette Dinger. Kannst auch reingucken. Das sind quasi, die fliegen hoch wie Moskitos, sind aber einfach achtmal so groß. Ja. Wahnsinn. Den packe ich mal gleich in den Korb. Ja, was haben wir denn hier noch? Ich packe nämlich jetzt auch noch was rein. Ein paar Vögel sind immer gut. Ja, komm, wollen wir mal richtig einen raufhauen hier? Ja, komm. Wollen wir mal richtig einen raushauen? Hauen wir richtig einen raus. So, dann hauen wir jetzt richtig einen raus, ja? Aber bitte richtig. So, aber auch nur, wenn du ein geiler Macker bist. Die Spring After Winter. Oh mein Gott. Ja. Ein ganzer Verbund schon, direkt. So ein geiler Verbund.
Ja. Schaut euch ein Video an. Ja, den packen wir hier auch mal mit drauf. Am besten hier unten, damit platztechnisch noch ganz viel Raum für euch ist. Ein richtig feines Teil von Pyroland. Ja. Auch gerade hier dieses F1-Zeug, ja. Ja, das wird auch. Da kann man eigentlich wirklich. Das wird auch wirklich unterbewertet. Da kann man einfach mal rein genau. Lang hier. F1-Zeug, nicht wahr? Von allem so ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ja, da freuen sich dann auch, je nachdem, ja, wer genau. Das gewinnt. Wenn es ein Kind gewinnt. Wenn es ein Kind gewinnt, ist das natürlich ideal. Wenn Mama und Papa 18 sind, ist genau. Das auch. Oh ja, auch sehr schön hier, die Smokebirds. Oh, ja. Weiß nicht, ob die schon eine eingepackt hat, ich glaube nicht. Ja. Tagsüber an Silvester, saugeil. Ja, ne, hast du so einen schönen Rauchaufstieg. Was ist denn das da oben? Das kenne ich noch gar nicht hier. Crackling Thunder Mix. Das sagt mir auch nichts. Was ist das denn? Hä? Von Leslie. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Nee. Das kaufen wir. Hier sind Knaller. Ich habe da eine Idee, Jungs. Alter. Ja. Unten rechts, sage ich nur. Unten rechts. Die ist ja mir nachempfunden, die Batterie. Ja. Da haben sie mich einfach drauf gedruckt. Ja, ist er. Tu mir einen Gefallen. Hier, da ist die Uhrzeit. 12. 31.12. Der das gewinnt, um 0 Uhr mit Instagram-Verlinkung für Pyroland. Genau. Und sonst fordern wir das Geld zurück. Geld-Zurück-Aktion. Genau, Geld-Zurück-Aktion. Aber das ist ein geiles Zahl Ding. Deinen absolute, Gewinn. Muss man ja mal sagen, absolute Neuheit, ne? Ja, ey. Geiler Macker. Noch nie gesehen. Ich würde da gerne mal reingucken jetzt. Guck mal rein. Oh, sechseckig. Geiles Ding. Ja. Erinnert so ein bisschen von der Form an die Weco Dragonfire von früher. Ja. Unfassbar gut. 30 mm, ne? Ja. Ja. Wahnsinn. So, kurze Werbeunterbrechung, denn es ist gerade, ohne Scheiß, ganz aktuell was Neues reingekommen, das auch noch mit eingepackt wird. Einfach die verdammte Baerbock. Bär und Bock. Unfassbar, oder? Von Volksfeuerwerk ist auch. Ist gerade eingetroffen. Genau. Von und gerade aus dem Container raus. Genau, kommt jetzt auch mit in den Einkaufswagen. Was ist hier? Identifikation 35 Sekunden, 40 Meter, 30 mm, 320. Justus, wo ist er? Hallo. Wow, hallo. Ich schau hier gerade mal, was hier so los ist. Jetzt mal Real Talk. Ja. Ich würde schon sagen, auch einfach gaghalber so ein Konfetti-Shooter, oder? Ja, klar, dass du sowas so nimmst. Totenkopf. Ja, mach, passt hau dir. Rein. Oh, jetzt hätte ich wirklich fast gedreht. Oh mein Gott. Zum Glück in die falsche Richtung, Alter. Das wäre auf jeden Fall krass gewesen. Hast du jetzt was hier? Herrgott. Achso, ich soll noch was machen. Ja, komm. Klar. Nimm was mit. So, aus der Ecke hier gibt es ein paar Donnerröhren. Ah, ja, komm. Die packen wir auch schnell mit. Ja. Hier haben wir doch Pyroland-Batterien. Wir nehmen jetzt hier erstmal noch irgendeine Pyroland-Batterie. Ja, okay. Soll ich mal mein Favorite sagen? Ja, also eigentlich ist natürlich die hier jetzt ein Favorite, aber ja, schieß los. Wo ist Cassandra? The Maze. Da unten. The Maze, ja. Aber jetzt bin ich doch am Überlegen, weil ich glaube, vom Effekt her hat mir am heftigsten, weil da so rollt, Gold ja. In oh mein Varianten, Gott. Prop Joe. Sehr schöne Batterie, ja. Pack rein, wir haben schon eine Viertelstunde Video. Ja, wir haben doch schon. Dauert das zu lange? Ja, alles gut. Wir haben doch auch schon mal erzählt, ne, die machen ja bei Pyroland die Designs immer mit einer Geschichte so. Ja, genau. Das finde ich faszinierend. Nur niemand kennt die Geschichte. Absolut. So, hier ist Trueno Español, ist ein Barcelona. Pack mal ein. Das ist eine fette Fächerbatterie. Alter. Auch eine Neuheit, die habe ich auch selber noch nie gezündet. Da habe auch noch einen tollen Artikel. Ja, hier so ein Leuchtsortiment. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Das also meiner Meinung nach darf an Silvester kein Leuchtsortiment fehlen. Nee, das ist auch so. Ja. Pack rein. Geil, von Panda, ey. Ja, eine Rarität quasi. Ja. Aber weißt du, was absolut Premium ist? Das hier sind die schönsten oder mit die schönsten Fontänen, die es gibt. Das sind von, Alter, die sind der Wahnsinn, wirklich. Die kommen mit. Die sind hammer gut, wirklich. Ich hab vielleicht, auch noch was. Ja. Oh mein Gott. Das Wespennest. Ja. So geil. Ja. Ja. Das sind einfach ja, mehrere Feuervögel und die zündet man nur einmal an und alle fliegen gleichzeitig hoch. Ja. Hammer. Saugeil. Komm, wir packen mal ein paar Raketchen ein. Oh, ist das ärgerlich. Die hängen auch noch zusammen. Zweimal. Die sind wie wir. Unvertrennlich. Ja. Ich sehe hier schon wieder T-Shirts rumliegen. Ja. Und irgendwie ist das gerade so ein bisschen Nostalgie. Aber wollen wir demjenigen einfach so ein T-Shirt mit rein geben in Größe, keine Ahnung, das ist jetzt XL so? Ja, dann. Und zur Not hängt er sich das einfach auf. Ja, oder zur Not ist es ein Schlafshirt. Natürlich zieht man das an hier. Leute, das ist natürlich. Ich flipp aus. Solche Sachen. Der, aber den packst du auf jeden Fall noch. Ja, rein. Wird eingepackt. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch Batterien. Boah, der ist jetzt aber schon ganz gut gefüllt, ne? Da geht noch was. Da geht aber noch was. Aber wir haben gar keinen Vulkan, Leute. Oh mein Gott, kein Vulkan. Vulkane fehlen. Queen of Welding. Welding. Ja. 35 Sekunden, das ist ein schönes Tattoo. Tetter. 7 Meter. Das Ding ist gut. Auch ein richtiges Highlight. Ja. Der Whiteout, so eine Steighöhe. Ne? Ja. Ich würde sagen, schon eher so.
Ja. Oder noch höher. Ich glaube ja noch höher. Ja. Ist wirklich sehr hoch. Im Zurückgehen kann man einfach nochmal links und rechts gucken. Wir gucken nochmal so. Was ist das denn? Heilige. Spaced. Wie geil ist das denn? Zeig mal. Was? Da ist ja alles drin. Junge, das sieht wirklich geil aus. Wenn man wirklich hier live durchläuft, ne, dann fällt einem so viel auf, was einem einfach online nicht auffällt oder nicht auffallen würde. Ich würde sagen, wir stoppen noch mal kurz bei den Pyroland-Batterien. Hier, die wollte er eben nicht mitnehmen, die nehmen wir jetzt einfach mit. Die The Maze. Ja, ist eigentlich schon traurig, dass wir hier einfach so dran vorbeigehen. Ich glaube, das habe ich eingelegt das schon. Hast du eingelegt? Ja. Und hast du auch auf Play gedrückt schon? Du kannst hier noch mal eine Peach and Soda machen. Nee. Peach und Soda heißt die, nicht nur Soda. Peach, wo ist denn das? Da ist doch Peach. Ja, und wo ist das End? Ja, das muss man sich denken. Wir sind noch nicht hier am End des Videos. Es gibt nämlich noch zwei Explode-Batterien, ja? Oh, ja. Ja, super geil für einfach zwischendurch abends. Für wenig Geld auch. Für wenig Geld, ja. Herrlich. Boah, so langsam. Viel Platz haben wir nicht mehr. Ein Highlight würde ich sagen. Ein Highlight brauchen wir noch. Aber es waren doch schon so viele Highlights. Ja. Hier, diese Giga-Geil, die sind halt auch krass. Regenbogen-Krosett. Schön. Wir brauchen noch den letzten Artikel. Welcher ist der letzte Artikel? Komm, wir schweren nochmal aus. Big Balls. Danke dir, die kommen Lieber. Jetzt auch nochmal mit rein. Danke dir. Ja, aber das ist nicht der letzte Artikel. Was denn mit der Cassandra? Ja, ist weg. Hä? Achso, da, doch. Ja, doch. Ja, gut, dann machen wir das mal. Wir noch eine Cassandra. Oder? So, und das ist jetzt der letzte Artikel, ja? Und dann erklären wir, wie es funktioniert. Was ist das für ein geiles Sortiment? Das ist Wahnsinn, ne? Ohne das Scheiß. Das ist krass. Der ist schon gut gepackt. Sonst stell die doch da ab, also. Wir müssen näher ran. Ja, oder du stellst sie da ab. Das sieht cool aus, oder? So, ich muss aber nah dran, sonst hört man es nicht. Wie könnt ihr das denn jetzt gewinnen, ist jetzt die große Frage. Und zwar, ihr geht einfach bei Instagram auf Pyroland, da ist ein Bild hochgeladen und da kommentiert ihr drunter. Und in dem Moment, wo ihr darunter kommentiert, könnt ihr dieses Ding hier gewinnen, diesen ganzen Wagen. Wenn ihr eine doppelte Chance haben wollt, oh mein Gott, diesen Alter. Wagen könnt ihr gewinnen. Und für die doppelte Chance geht ihr jetzt noch. Für die doppelte Chance geht ihr jetzt einfach noch auf den Kanal vom Max. Ihr beim Sutz ist auch noch ein Gewinnspiel. Könnt ihr auch vorbeigucken. Mit einem kleinen Ärmchen. Genau. Ja, so, das war's eigentlich. Ich freue mich und viel Glück beim Gewinnspiel. Achso, jetzt aus dem Bild so. Komm, geh weg. Ist das scheiße? Das ist genau.